Liebe Online-Gemeinde, im vergangenen Jahr sind uns durch die Corona-Pandemie nahezu alle Kollekten weggebrochen. Um in dieser schwierigen Zeit auch in Zukunft für Sie da zu sein, würden wir uns über Ihre Hilfe freuen. Ihre Unterstützungsmöglichkeiten sehen Sie unten eingeblendet. Ganz herzlichen Dank. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute wird zum letzten Mal unser Christbaum in der Kirche erstrahlen. Wir sind am Ende des Weihnachtsfestkreises angekommen und wollen uns tragen lassen von dem Licht Gottes, das mit uns geht, das uns berührt hat an Weihnachten. Und wir wollen dieses Wunder der Weihnacht mitnehmen. Gerade dann, wenn es in unserem Leben vielleicht so manchen Sturm gibt, den wir durchstehen müssen, so manche Angst, die uns beschäftigt. Um Stürme, um Angst geht es heute auch in der Predigt. Da ist Jesus, der zu uns sagt, komm, wage es, überwinde deine Angst, geh vielleicht mal ein Risiko ein. Sei kein Boothocker, sondern ein Seewandler. Lassen Sie uns von Jesus uns anrufen lassen. Lassen wir uns dieses Komm, wage es heute hören. Und gehen wir mit diesem Herrn, der lebendig ist und der lebendig macht und der uns die Angst nimmt. Auch unsere Lebensangst. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Vertrauen darauf, dass er bei uns ist, dass er uns trägt, dass er unser Licht ist. Wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten mit Worten des 107. Psalms. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat. Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren und trieben ihren Handel auf großen Wassern. Die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder auf dem Meer. Wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob. Und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken. Dass ihre Seele vor Angst verzagte, dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wussten keinen Rat mehr. Die dann zum Herrn schrien in ihrer Not und er führte sie aus ihren Ängsten. Und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten. Und sie froh wurden, dass es still geworden war und er sie zum erwünschten Lande brachte. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Und ihn in der Gemeinde preisen und bei den Alten rühmen. Thank you.
Wir stehen vor Gott und wollen in Demut zu ihm beten. Gnädiger Gott, ich bin oft unsicher. Ich wäre gern sicher. Ich fühle mich oft klein und schwach. Ich danke dir, Gott, dass du mich siehst, so wie ich bin. Vergib mir, wo ich geirrt habe. Rette mich, wenn ich um Hilfe rufe. Sei mir nahe, du ewiger Vater. Rettender Gott, du willst eingreifen in die Stürme unseres Lebens. Dort, wo wir uns unsicher und haltlos fühlen. Dort, wo wir Angst haben vor der Gegenwart und vor der Zukunft. Du willst eingreifen und bei uns sein und mit uns gehen. Aber meistens lassen wir dir gar keine Chancen zum Eingreifen. Manchmal lassen wir dich nicht zu, weil wir meinten, wir könnten alles selber klären. Dein Eingreifen fürchten wir dann als Einmischung, die wir uns verbitten. Herr Jesus Christus, hilf uns, dass wir uns nicht selber in den Mittelpunkt stellen, sondern deine Hilfe. Zu dir dürfen wir voller Hoffnung und Vertrauen rufen: Herr, erbarme dich. Gott hat sich euer erbarmt und euch eure Sünden vergeben. Jesus Christus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, in den Stürmen der Zeit schenke uns das Vertrauen, dass du mitgehst. Führe aus der Enge der Angst. Stelle unsere Füße auf weiten Raum. Öffne unsere Augen für die Hand,
die du uns entgegenhältst. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert und uns leitet durch das Meer der Zeit von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Die Schriftlesung steht im Evangelium nach Matthäus im 14. Kapitel. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer hinauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. "Es ist ein Gespenst", riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. "Erschreckt nicht", rief er. "Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten." Da sagte Petrus: "Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen." "Komm", sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. "Herr", schrie er, "rette mich!" Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. "Du Kleingläubiger", sagte er, "warum hast du gezweifelt?" Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten: "Du bist wirklich Gottes Sohn." "Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Halleluja." Kennen Sie Ronja Räubertochter? Seit meiner Kindheit liebe ich dieses Buch von Astrid Lindgren. Was mich an Ronja so fasziniert, ist ihr Mut. Ronja hat eine besondere Strategie gegen die Angst entwickelt. Als sie zum ersten Mal allein in den Mattiswald will und ihn erkunden soll, tun ihre Eltern, was Eltern immer tun. Sie geben Ronja einen Sack voller Mahnungen und Warnungen mit auf den Weg. Hüte dich davor, dich im Wald zu verirren. Hüte dich davor, in den Fluss zu fallen. Hüte dich davor, in den Höllenschlund, den großen Abgrund zu stürzen. Und Ronja hütet sich. Wie hütet sie sich? Nun, wie hütet man sich davor, in den Fluss zu fallen? Das kann man ja schlecht im Wald tun. Also hütet sie sich davor, in den Fluss zu fallen, indem sie am Ufer kühn und keck von einem glatten Stein zum anderen hüpft. Dort, wo
das Wasser am wildesten toste. Und vor dem Höllenschlund, so dachte sie, kann ich mich ja nicht auf einer Blumenwiese hüten. Also hütete sie sich vor dem Höllenschlund, indem sie immer wieder über den garstigen Abgrund sprang. Ronja lernte, wenn ich Angst habe und alles vermeide, werde ich nicht stark und lerne nie, im Wald zu leben. Einen ganz anderen Räuberwald erlebte unser Fabian vor ein paar Jahren im Sommerurlaub. Wir hatten einen kleinen Abstecher nach Ulm gemacht und ich wollte den Kindern unbedingt den höchsten Kirchturm der Welt zeigen und ihn natürlich besteigen. Fabian hatte von Anfang an Bedenken. In großer Höhe rumzuturnen ist seine Sache nicht. Aber diesmal ging er mit. Wir kamen glücklich zur ersten Plattform. Hanna stürmte voran, ich keuchte die Treppen hinterher. Alles war gut. Die Treppen waren breit und gut gesichert. Doch dann kam der zweite Teil. Auf einer schmalen Treppe stiegen wir den gotischen Turm hinauf. Überall konnte man plötzlich nach unten schauen. Und da war sie. Die Angst. Fabian wollte nicht mehr weiter. Nur noch umkehren. Aber die Treppe war eine Einbahnstraße. Eine Umkehr war ausgeschlossen. Wir mussten, ob wir wollten oder nicht, weiter hinauf. Eigentlich keine große Sache, für Fabian aber schon. Diese Turmbesteigung wurde zu einer besonderen Erfahrung für ihn. Als klar war, dass es nur nach oben weitergehen würde, saß er fest. Die Angst überwinden ging in diesem Moment nicht. Also musste er mit der Angst gehen. Nach gutem Zureden ging es dann weiter, Stufe für Stufe. Nicht nach unten schauen, ja niemals nach unten schauen, war das Gebot der Stunde. So kam Fabian nach oben. Er hat seine Angst Stufe um Stufe überwunden. Die dritte Geschichte vom Umgang mit der Angst haben wir eben gehört. Petrus sitzt mit seinen Freunden im Boot. Sie haben gerade glücklich einen Sturm hinter sich gebracht und steuern nun aufs Ufer zu. Da ist ihnen Jesus erschienen, den sie im ersten Schrecken für ein Gespenst hielten, weil er zu Fuß über das Wasser auf sie zukam. Eine ereignisreiche Nacht mit Sturm, Wellen und einem Gespenst könnte jetzt zu Ende sein. Die Jünger könnten in aller Ruhe heimsegeln, zu Hause ein Bier aufmachen, eine Forelle grillen und im Rückblick den Kopf schütteln. Wenn ich das meinen Enkeln erzähle. Aber die Nacht ist nicht zu Ende. Plötzlich sitzt nämlich Petrus auf der Kante des Bootes, halb drinnen und halb draußen. Was hat ihn geritten, dass er über das Wasser zu Jesus will? Was soll das? Zum Erstaunen aller ruft ihn nun auch noch Jesus zu sich. Komm, sagt er. Und jetzt wird es interessant. Denn mit Jesu Aufforderung geht es nicht mehr nur um Petrus, sondern auch um uns. Komm, ruft uns Jesus zu. Und vielleicht saßen wir gerade eben noch ganz gemütlich in unserem Lebensboot. Vielleicht haben wir auch gerade einen Sturm überstanden und sind froh, dass alles noch einmal gut gegangen ist. Vielleicht spüren wir aber auch, dass wir etwas ändern müssen, dass wir uns unseren Ängsten stellen müssen. Und dann trifft uns der Ruf Jesu mit aller Wucht. Komm! Komm, ruft uns Jesus zu. Und wir müssen darüber sprechen, ob wir ihm trauen können. Kann ich seinem Ruf folgen? Kann ich mich ihm ganz anvertrauen? Und das Undenkbare wagen? Folge ich Jesus nach oder bleibe ich lieber in der scheinbaren Sicherheit meines Lebensbootes hocken? Und was ist, wenn ich da auf der Kante meines Lebensbootes hocke und raus soll? Was ist dann mit mir? Wir könnten natürlich auch darüber sprechen, wie es Petrus auf dem Wasser geht. Es trägt. Vielleicht hatte er ein wunderbares Gefühl dabei gehabt. Man glaubt zu schweben. Das ist wie beim Fahrradfahren lernen.
Erst wackelt man hin und her und traut sich nicht treten, aber dann nimmt man Fahrt auf und merkt, mehr treten ist sicherer. Und dann kommt dieses Gefühl von, jawohl, das ist klasse. Und dann hört das Gefühl auf. Und Petrus erlebt eine nächste Krise und droht abzusaufen. Und Jesus hält ihn. Und dann kehren sie ins Boot zurück. Und nun ist die Geschichte wirklich zu Ende. Aber ich will heute nur diesen Moment festhalten, in dem Petrus auf der Bootskante hockt. Raus oder rein? Nasse Klamotten oder trocken bleiben? Sich lächerlich machen oder der Cheffischer bleiben? Ein Risiko eingehen oder die Sicherheit wählen? Normal sein oder ein bisschen verrückt? Warm oder kalt? Eben raus oder rein? Was ihm wohl durch den Kopf ging da auf der Kante? Warum konntest du nicht einmal die Klappe halten, hat er sich vielleicht gefragt. Ich mach mich doch nicht zum Affen. Das kann doch nicht gut gehen. Und wenn doch? Wenn es doch geht? Es geht ja bei Jesus. Er ist es ja wirklich, der auf dem Wasser geht. Aber das ist Wahnsinn. Bloß drinnen bleiben? Aber dann weiß ich es nie, ob es trägt. Was den anderen wohl durch den Kopf ging, den Freunden im Boot. Vielleicht haben sie versucht, Petrus umzustimmen. Bleib lieber, wo du bist. Bleib hier. Hier ist es warm und sicher. Du bist noch nicht so weit. Du musst noch nicht den Schritt über die Kante wagen. Bleib lieber noch ein bisschen in der warmen, fürsorglichen Gemeinschaft. Aber egal, was er fühlt und denkt, ob er die Angst überwindet oder mit der Angst den Schritt wagt, Petrus geht. Er riskiert es und wagt viel. Und egal, was die Jünger sagen, ob sie ihn für verrückt erklären oder nicht, er steigt aus dem Boot. Diese Geschichte ist ziemlich bizarr und eigentlich völlig sinnlos, wenn sie uns nicht ein Beispiel gibt und etwas Wesentliches über den Glauben verrät. An sich ist es absolut unnötig und sinnfrei, aus einem Boot zu steigen und ein bisschen auf dem See zu spazieren. Aber wenn es dabei um uns geht, dann wird es spannend und auch ein bisschen ungemütlich. Buchstabieren wir es also durch. Zuvor aber ein wichtiger Hinweis. Es gibt berechtigte Ängste und es gibt Ängste, die uns zur Entscheidung rufen. Es ist schon ziemlich wichtig, das gut zu unterscheiden. Berechtigt ist die Angst vor dem Feuer, die Angst des kleinen Kindes vor der Herdplatte. Berechtigt ist die Angst, wenn ich zu schnell fahre. Berechtigt ist die Angst des Ehemanns, sich einfach so anzuziehen, wie er möchte, ohne seine Frau zu fragen. Recht ist die Angst des Menschen vor den Geistern, die er ruft und nicht mehr los wird. Berechtigt ist die Angst, wenn wir kleine Menschen Technologien in die Hand nehmen, deren möglichen Folgen wir nicht gewachsen sind. Berechtigte Angst bewahrt uns vor Unsinn und dummen Entscheidungen. Wir wägen das Risiko ab und sagen, lieber nicht. Das ist der Typ 1 der Angst. Berechtigte, angemessene, lebensbewahrende Furcht. Und dann gibt es den Typ 2 der Angst. Das ist die Angst, wenn wir herausgefordert werden. Es ist die Bootskantenangst. Wir spüren, jetzt geht es um etwas. Ich soll mich entscheiden. Ich habe eine Wahl. Ich kann Bootshocker oder Seewandler werden. Da draußen ist etwas, das mich ruft. Hier drinnen ist etwas, das mich zurückhält. Auch das erfahren Menschen, ob sie glauben oder nicht. In diesem speziellen Fall ist es Jesus, der mich ruft. Komm, komm raus, komm zu mir. Das ist die Angst im Räuberwald. Das ist die Angst auf dem Turm. Das ist die Angst auf der Bootskante. Ich höre Jesus rufen, komm, wage es zum ersten Mal, einem Menschen von deiner Überzeugung und deinem Glauben zu erzählen, einem draußen, der nicht zu denen gehört, bei denen du der Zustimmung sicher sein kannst. Wage es, ich bin mit dir. Ich höre Jesus rufen, komm.
Es ist gut, diese alte Schuld anzusprechen. Vor einem anderen Christen, dem du traust. Mach endlich reinen Tisch. Es ist peinlich und es tut weh. Aber dann bist du es los, in jeder Hinsicht. Vergebung wird gewiss, Freude macht sich breit. Wage es. Es tut dir gut. Ich höre Jesus rufen, komm, geh deinen Weg. Setz die Dinge des Reiches Gottes an die erste Stelle, nicht deine Karriere. Manche haben eine Karriere, das ist auch okay. Du aber hast eine Berufung. Stell dich zur Verfügung für das, was Ewigkeitswert hat. Die wichtigsten Dinge sind nicht die Schätze und Werte, die wir hier sammeln. Stell dich zur Verfügung, auch wenn andere sagen, du hättest mehr aus dir machen können. Wage es. Ich sende dich. Und ich höre Jesus rufen, wie er sagt, komm, wage es, dein Geld zu teilen und abzugeben, zu opfern für die Dinge des Reiches Gottes, denn die haben Bestand. Ich sorge für dich. Ich höre Jesus rufen, komm, bring deine Gaben ein, da wo Jesus dich hinstellt. Riskiere es, auch wenn du denkst, andere können das vielleicht besser. Spring hinein, fang an, investiere etwas, bring dich ein, ich segne dich. So geht es, wenn Jesus uns ruft. Und wenn er uns ruft, dann geht es um eine simple Frage. Boothocker oder Seewandler? Und die Folgen sind enorm. Ich spiele es einmal durch für zwei große Themen. Glauben und Erfahren. Zuerst Glauben. Wenn ich im Boot hocke, werde ich niemals erfahren, ob das Wasser trägt. Wenn ich aus dem Boot steige, sind da gewiss Wellen und Wind, aber auch die große Chance. Es könnte doch gehen. Das sind zwei Sorten von Glauben. Glaube als Theorie und Glaube, bei dem es darauf ankommt. Glaube, der im Boot hockt, bleibt Theorie. Es ist eine Sache, die richtige Weltanschauung zu haben. Man hat dann ein christliches Weltbild und vertritt christliche Werte und Positionen. Das kann man auch im Boot. Es ist aber eine grundsätzlich andere Sache, Glauben im Leben zu wagen. Jetzt hängt alles daran, dass all die guten Sätze wirklich stimmen und dass es im Ernstfall funktioniert. Aber ob es funktioniert, erfahre ich nur, wenn ich den einen Schritt hinaus einmal tue, ihn wage. Glaube als Wissen verwandelt unseren Charakter nicht. Glaube als Wissen gibt nicht diese unbändige Freude, die wir spüren, wenn wir es gewagt haben. Glaube als Wissen macht uns nicht stark für ein schwieriges Leben in einer schwierigen Welt. Darum ist der Glaube für viele Menschen so enttäuschend. Er bleibt Theorie. Und nun Erfahrungen. Boothocker oder Seewandler. Da geht es auch um Erfahrungen, die ich mache oder von denen ich nur höre. Es ist eines, von Erfahrungen zu hören. Erfahrungen, die andere, staunenswerte Menschen machen. Es ist ein anderes, selbst Erfahrungen zu machen. Und das hat mich beschäftigt. Liebe Gemeinde, macht ihr noch Erfahrungen mit Jesus im Alltag? In eurer Familie? In Beziehungen? In eurem Dienst in der Gemeinde? Erfahrung gibt es nicht auf der Bootskante. Petrus erfuhr, dass das Wasser trug. Er erfuhr, dass er den Schritt gewagt hatte. Er erfuhr, was Wind und Wellen sind. Und er erfuhr, dass ihn Jesus im Zweifelsfall hält und trägt. Das erfuhr er, weil er von der Kante rutschte. Wenn unser Glaube so erfahrungsarm ist, könnte es dann daran liegen, dass wir schon lange kein Risiko mehr eingegangen sind, als Jesus uns rief, komm? Könnte es sein, dass wir nichts erleben, weil wir uns nicht mehr rufen lassen? Wie viele heilsame Erfahrungen bleiben uns verschlossen, weil wir den nächsten Schritt nicht tun? Ich weiß ja,
Diese Beziehung tut mir nicht gut. Dieses Studium ist das Falsche. Diese Tür hätte ich nicht zuwerfen sollen. Auf dieses Geschäft hätte ich mich nicht einlassen sollen. Ich weiß ja, ich bin im falschen Film in meinem Leben, aber mir fehlt der Mut, umzudrehen. Lauter Bote. Bote des Nichtstuns. Bote der aufgeschobenen Entscheidungen. Bote des Erfolgs, der aber mein Leben auffrisst. Bote der falschen Wege, um die ich im Grunde weiß. Aber jetzt komme ich nicht mehr von der Bootskante weg. Ungelebtes Leben ist das. Feststecken im falschen Leben. Als das Volk Israel auf seiner Wanderung durch die Wüste vor dem gelobten Land angekommen war, ging es genau um dieselbe Frage. Sie mussten noch über den Jordan. Das ist fast sprichwörtlich. Über den Jordan kommen. Und Josua, der sie führte, sagte, jetzt sollen 12 Männer ihren Fuß in das Wasser setzen. Und dann wird der Jordan nicht mehr fließen, sondern stehen bleiben und sich aufrichten wie ein einziger Wall. Seht ihr das? Fuß ins Wasser setzen, dann Erfahrungen machen, Fuß ins Wasser setzen und der Weg ebnet sich. Freilich, der Vermeidungsmodus ist für uns Menschen bequemer. Aber dann werden wir nie erfahren, ob das Wasser trägt und der Herr wirklich der Herr ist. Als Einzelne nicht und auch nicht als Gemeinde. Auch da gibt es die Bootskante. Im Boot ist es warm, aber draußen ist die Herausforderung. Draußen sind die, um deren Willen wir alles wagen, alles zurücklassen, alles in Frage stellen, uns dumme Kommentare anhören, uns nasse Füße holen. Weh und Ach durchmachen. Aber draußen ist Jesus und ruft uns zu sich. Hinaus, ins Meer der Möglichkeiten. Und das Wasser trägt. Denn darauf kommt es an. Jesus ruft und Jesus ist da. Sonst wäre alles Wahnsinn, was ich gerade gesagt habe. Ohne Jesus wären wir ein Fall für den Psychiater. Wer Jesus nicht kennt, wird genau das jetzt denken. Aber Jesus ist da. Der Herr lebt und regiert und ruft und begabt und sorgt und reißt uns im Zweifelsfall aus den Fluten. Vielleicht hast du das Boot noch nie verlassen. Vielleicht hast du eine solide christliche Weltanschauung und bist gut in Glaubenstheorie und hast im Konfirmandenunterricht immer gut mitgemacht. Aber du bist noch nie aus dem Boot gestiegen, um dich Jesus wirklich ganz anzuvertrauen. Dann ist vielleicht heute ein guter Tag, mit klopfendem Herzen Jesus zu sagen, ich will dein Eigen sein, im Leben und im Sterben, mich auf dich verlassen. Dir ganz vertrauen. Komm und halte mich, jetzt und für immer. Vielleicht spürst du heute, wo Jesus dich ruft und wo er sagt, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, wieder einmal von der Bootskante zu rutschen. Du spürst, da gibt es eine Entscheidung, die überfällig ist. Da gibt es ein Wort, das längst gesprochen werden sollte. Da gibt es einen Weg, den ich jetzt zurückgehen muss. Ein Wagnis im Glauben, das ich eingehen soll. Dann ist es vielleicht ein guter Tag, mit klopfendem Herzen in der Stille Jesus zu sagen, ich höre es, ich habe Angst. Ich weiß, nicht nach unten schauen, den Fuß dahin setzen, wo du es sagst. In der Stille mache ich jetzt fest, an welcher Stelle meines Lebens ich das Boot verlassen will. Vielleicht spüren wir auch als Gemeinde, dass wir uns hier und da gemütlich im Boot eingerichtet haben und es Zeit wird, wieder einmal ein bisschen auf dem Wasser zu laufen. Dann ist es vielleicht ein guter Tag, Jesus zu sagen, hier,
Hier will ich mich einbringen. Für dich, für diese Gemeinde, für deine Kirche. Das will ich anregen. Da will ich etwas verbessern. Da will ich etwas ansprechen. Und Jesus wird dir sagen, komm, wage es. Meine Hand lässt dich nicht los. Ich bleibe bei dir bis ans Ende der Welt. Verlass dich drauf. Sei kein Bootshocker, sondern ein Seewandler. Amen. Gnädiger Gott, unser Vater, unbegreiflich bist du, nah und fern, allmächtig und barmherzig. Zeichen deiner Nähe hast du uns geschenkt. Du hast zu uns gesprochen, du stehst uns bei in unserer Angst. Du hast uns die Sonne mit ihrer Wärme geschenkt und uns Farben gegeben, die unser Leben bunt machen. Und du hast uns Hoffnung geschenkt, auf ein Leben in deinem Licht. Denn dein Sohn hat uns versprochen, selbst das Licht der Welt zu sein. Im Vertrauen auf dieses Versprechen, lasst uns nun gemeinsam Fürbitte halten. Guter Gott, der du dein Licht leuchten lässt über uns, wir bitten dich für alle Menschen, in deren Leben es dunkel ist, weil die Schatten der Angst es verfinstert haben. Die Angst vor Krankheit oder Tod, vor Arbeitslosigkeit oder sozialem Abseits. Du weißt, wie viele Facetten solche Dunkelheiten haben kann. Deshalb bitten wir dich, erleuchte diese Finsternis mit deinem Licht und lass uns den Silberstreif der Hoffnung am Horizont schimmern. Liebender Gott, der du dein Licht leuchten lässt über uns, wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben eintönig ist, weil ihr Alltag im Einerlei zu versinken droht, weil niemand mehr sie zu brauchen scheint oder weil ihre Aufgaben sie nicht ausfüllen. Deshalb bitten wir dich, lass dein Licht leuchten und male auch in ihr Leben die bunten Farben deiner Liebe. Barmherziger Gott, der du dein Licht leuchten lässt über uns, wir bitten dich für uns selbst. Auch unser Leben ist von Dunkelheiten verfinstert und vom grauen Alltag bedroht. Wir bitten dich, lass es auch in unserem Leben immer wieder hell werden und schenke uns Lichtblicke deiner Liebe. Zeige uns auch, wo wir selbst für andere Menschen zu solchen Lichtblicken werden können. Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. Lasse das Licht deiner Liebe über uns leuchten. Lasse das Kreuz deiner Nähe unser Vertrauen und unseren Glauben stärken. Mit deinen Worten beten wir weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Thank you.